Also ich kenne dich ja schon ein bisschen länger, natürlich auch als Fußballfan. Ups, jetzt fällt hier alles aus der Buchse, aber das macht überhaupt nichts. Komm mal mit, denn was ich super fand, und wir alle, du bist ein Ass in der Küche. Hauswirtschaft, früher in der Schule. Ja. Früher in Hauswirtschaft eine 1 in Theorie, das finde ich übrigens super, und in der Praxis zum Thema Kaiserschmarrn. Und hier darf ich dir einen jungen Mann vorstellen, den du gut kennst. Holger Stromberg, 10 Jahre lang, glaube ich, 10 Jahre, ne? Ja. Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft. Holger, ich grüße dich sehr. Schön, dass du da bist. Und vielen Dank. Eine 1. Der Mann hat eine 1 in Kaiserschmarrn gehabt. Und wir wollen natürlich jetzt mal so ein bisschen kontrollieren, ob du eine 1 plus hinkriegst. Da bin ich mir relativ sicher. Basti, was ist so schwer an Kaiserschmarrn? Oder doch so leicht? Ja, es gibt verschiedene Arten, wie man Kaiserschmarrn macht. Also das weiß der Holger ganz genau. Ich war damals in der 7. Klasse. Und wir haben das ein halbes Jahr gehabt, Hauswirtschaft. Und da ist es mir wirklich gelungen, Kaiserschmarrn zu machen. Wo die Lehrerin das tatsächlich dann, der hat den geschmeckt. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, wie viel. Ich glaube, 4 Stück Eier habe ich reingeworfen, 300 Gramm Mehl, Zucker. Was Leichtes halt für einen Fußballer, oder? Genau. Aber irgendwie hat es funktioniert. Holger, was ist schwierig am Kaiserschmarrn? Der schwierigste Prozess ist eigentlich am Ende das Karamellisieren. Also wenn sozusagen das serviert wird, dann muss ja eine leichte Karamellschicht um dieses Pfannkuchen, Mandel, manchmal auch Rosinen, für ihn nicht, ja, sein. Aber ganz wichtig, keine Rosinen. Ja, Holger hat aufgepasst. Ja. Das ist die lange Erfahrung beim DFB. Da weiß er ganz genau, was die Jungs mögen oder nicht. Ja, aber wirklich, also erstmal nicht anbrennen, ne? Deswegen immer nicht zu viel Hitze reingeben und schön die Ruhe walten lassen und dann am Ende, da musst du richtig was passieren. Sehr gut. Wie lange brauchst du dann, bis der fertig ist? Ja, also ich habe natürlich schon ein bisschen vorgearbeitet. Also ich habe schon für eine ganze Mannschaft fertig. Ja, also ist ja klar. Linda hat immer Hunger. Sehr gut, ich bin beruhigt. Ja, Linda hat mir das schon gesagt vorhin. Die hat ja auch schon abgeschlossen. Also ich habe schon vorbereitet, dass wenn die Mannschaft dann quasi gleich nochmal kommt, dass ihr da gut seid. Aber ihr merkt ja schon, ich arbeite ja auch gerne mit Gewürzen. Die dürfen da auch sichtbar sein. Ne? Und dann perfekt. Macht das Spaß. Linda, riechst du schon was? Riecht ja, gut, herrlich. Ne? Und ohne Rosinen finde ich besonders gut. Jetzt ist die Frage natürlich an Martin Suter. Ist da auch was typisch Österreichisches? Oder kommt nur Fondue auf den Tisch? Ich esse ja auch typisch Österreichisches. Ich esse ja auch ein paar Süßigkeiten. Kaiserschmarrn geht also klar? Ja, doch. Dann sind wir gespannt, oder? Ja, sehr. Ja, ich bin da auch kritisch. Ich habe ein Jahr in Wien gelebt. Also, okay. Dann haben wir ja alles richtig gemacht. Ja. Dann haben wir alles richtig gemacht. Ja. Also, wir freuen uns. Wir haben großen Hunger mitgebracht. Holger, du brauchst noch ein paar Minuten und dann können wir uns, Basti, in der Zwischenzeit jemanden anhören, der viele Spiele von dir kommentiert hat. Es waren viele tolle Spiele dabei, aber auch ein ganz schmerzhaftes. Zur Tat zusammen, Wolf Fuß ist hier. Also, die stärkste Erinnerung, die ich an Bastian Schweinsteiger habe, ja, jährt sich, glaube ich, jetzt in diesen Tagen zum 10. Mal. Finale dauer. Basti weiß Bescheid. Wobei, viel stärker ist die Erinnerung noch daran, was 2 Wochen vorher in Madrid im Halbfinalrückspiel passierte. Da hat er den Satz geprägt, auf dem Weg zum Elfmeterpunkt habe er seine Eier verloren und sie Gott sei Dank rechtzeitig wiedergefunden. Ja, so kam es dann zum Finale daheim und zu Hasta la Vista, Bayern Finalista, und dann gab es das Finale daheim und der hat dann ganz knapp halt nicht gepasst, aber dafür da ja ein Jahr später. Also insofern am Ende alles okay. Herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Karriere. Und wir sind 2014 noch zusammen Weltmeister geworden. Das will ich nicht unterschlagen. Natürlich. Aber zu Rio kommen wir gleich. Wie wichtig war diese Niederlage für die Erfolge, die dann kamen? Also wirklich dann ein Jahr später Champions League und noch mal ein Jahr später Weltmeistertitel. Jemand sagt ja oft, aus Niederlagen lernt man am meisten. Und die Art und Weise, wie wir immer das Spiel verloren haben damals hier in München, das war natürlich sehr bitter. Aber umso schöner war es ja eigentlich dann, dass wir mit der gleichen Mannschaft gleich im nächsten Jahr das erste Triple gewonnen haben. Und für mich war die Niederlage immer die Basis eigentlich auch für den Sieg 2014 für die Weltmeisterschaft. Wir waren in einem, ich glaube, die wichtigen Spiele oder waren alle in einem guten Altersdurchschnitt, haben schon viel miterlebt, viele Turniere erlebt und viele Höhen und Tiefen auch durchgegangen. Und
das hat dann schon auch geholfen. Also es hört sich doof an, aber die Niederlage gegen Chelsea hat uns für die Weltmeisterschaft schon geholfen. Hört sich wirklich schwierig an. Wie war das so in der Recherche, Herr Suter? Saß der Stachel tief vom Finale der Horm? Was haben Sie so gemerkt bei Bastian? Nein, ich war eigentlich eher überrascht, wie schnell dass der Basti darüber hinweggekommen ist, wie nach ein paar Tagen, hat man mir gesagt, ist es weitergegangen und er hat wieder in die Zukunft geschaut, oder? Kann man das sagen oder war das erfunden? Ja, das war schon so. Also ich bin relativ gut mit dem Abhaken und gleich wieder sich zu konzentrieren, was als nächstes kommt. Natürlich immer noch denkt man manchmal danach, wie man das Finale eben da verloren hat in München, weil das passiert nicht so oft, dass du ein Finale zu Hause spielst. Aber trotzdem als Schriftsteller, wenn man quasi über diese wunden Punkte weiß, spart man sich das dann eher fürs Ende auf oder fragt man das, wenn man quasi eine Chronologie im Kopf hat, auch genau dann an dem Punkt? Oder denkt man so, oh, jetzt bloß nicht das gute Verhältnis irgendwie durcheinander bringen? Nein, also diese wichtigen Punkte, die haben wir eigentlich ziemlich am Anfang schon besprochen es ist ja der Autor, der die Geschichte erzählt, der muss ja auch die Zukunft kennen, oder? Damit es einen Spannungsbogen reinbringt. Mich hat sehr beeindruckt die Beschreibung von Basti, wie er diese in der Fankurve, wie er diese Gesichter gesehen hat, als der Ball ja nicht gerade reinging, oder? Ja. Ja. Und das muss eine Wand von Gesichtern gewesen sein. Da kann ich mir schon vorstellen, wie das eindrücklich ist. Und auch seine Reaktion, die habe ich natürlich auf Videos gesehen, wie er das Shirt über das Gesicht gesungen hat, ist mir eingefallen, eine Anekdote, dass er als kleiner Junge sich immer im Kehrichtkübel versteckt hat vor seiner Mutter. Und wenn sie aufgemacht hat, dann ist er rausgesprungen, hat sie erschreckt. Es war so ein Bild wie zurück in den Kehrichtkübel und sich in Sicherheit fühlen. Ja. Wir haben tatsächlich, jetzt an der Stelle müssen wir tatsächlich noch einen Gruß einspielen von einem Spieler, der auch beim Finale dabei war. Er kann sich nur nicht mehr ganz so genau dran erinnern. Der wurde nämlich ausgenockt, Christoph Kramer. Wenn ich an Bastian Schweinsteiger denke, dann denke ich an Gesichtswunden, an cognacfarbene Anzüge und an wirklich unvergessene Liederqualitäten. Aber vor allen Dingen denke ich an die WM 2010. Da war ich 19 Jahre alt und ich hatte ein bisschen Angst, dass wir Michael Ballack nicht ersetzen können. Und was der Schweini da gespielt hat, das war wirklich vom anderen Stern. Und ich wusste danach, ich will Sechser werden, ich will immer halb links abkippen in diese Schweini-Position und das Spiel ankurbeln. Und deswegen muss ich sagen, er ist mein größtes, ja, wahrscheinlich größtes sportliches Vorbild, was ich so hier hatte. Und daran denke ich, wenn ich an ihn denke. Sehr, sehr süß. Christoph Kramer, mit ihm zusammen, also er nicht ganz so lange, du ein bisschen länger, das WM-Finale in Rio. Ich war mit Mehmet oben unterm Dach und als du auf einmal diesen Cut hattest, dachte ich, ach du Scheiße, jetzt fällt der Basti aus. Und du hast so ein Riesenspiel gemacht und Mehmet sagte, ganz ruhig, der lässt sich tackern und geht dann wieder auf den Platz. Wie viel Leben hattest du in diesem Spiel, bitte? Ja gut, ich habe mir die Frage natürlich vor dem Spiel gesagt, wie oft spielt man ein WM-Finale? Und in meiner Karriere, ich habe ein WM-Finale gespielt und das war das. Und du musst da einfach über alle Grenzen, über alle Hindernisse gehen, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und das kannst du beeinflussen. Und das habe ich halt einfach versucht, immer zu verfolgen in dem Spiel. Gut, und jetzt komme ich, jetzt sage ich, guck mal, man sieht nichts mehr, weil ich habe Hunger und ich höre es nämlich drüben. Was für eine geniale Abbindung. Komm, lass uns nicht die ganze Zeit über Fußball reden, ja, lass uns essen. Genau, lass uns essen. Du hast sehr gut. Holger, ist der Kaiserschmarrn denn ready, auch ohne Rosinen? Immer ready, wenn die Mannschaft ready ist. Sehr, ne? Gut. So geht das. Okay. Aber man muss ja schon sagen, ne, so das Essen der Fußballer in den letzten Jahren und vielleicht Jahrzehnten hat sich schon ein bisschen geändert, oder? Ja, deutlich verändert. Ich konnte meinen Teil ordentlich dazu beitragen. Aber ich weiß auch noch, als Basti neben mir stand beim Milchreis und dann so über die Schulter, weißt du eigentlich, warum dein Vorgänger nicht mehr hier ist? Ja? Und das war der heilige Milchreis geboren. Der heilige Milchreis, das war ganz entscheidend. Warum war der entscheidend? Ja, wir haben den immer am Spieltag, ich glaube zum Mittagessen,
hast du denn immer gemacht? Oder selbst noch, ich glaube, noch Nachmittag? Den gab es seit Sepp Herberger. Ja. Dieser Milchreis, ich weiß nicht, ich glaube, bei der Nationalmannschaft wurde der erste Reis der Welt in Deutschland verkocht. Ja. Und das war ein Thema. Und wenn Sie sich jetzt wundern, dass die ganze Zeit ein QR-Code eingeblendet wird, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist das Rezept. Also schnell mit dem Handy ran und dann können Sie es zu Hause nachkochen. Gabeln. Nee. Ich hoffe, ne? Gabeln. Habe ich schon eine Brille und sehe nichts. Aber ihr habt gerade davon gesprochen, von dieser unfassbaren Rio-Nacht. Ich kann mich noch erinnern, als ich mit Basti in der Sauna saß, in Düsseldorf. Und da hat er zu mir. Ich bin auch gespannt, was. Ja, da hast du zu mir gesagt, das werde ich nie vergessen. Und das war ich in Maracana, habe ich die anderthalb Stunden Gänsehaut gehabt, immer nur an den Spruch gedacht. Und dann hat er gesagt, weil ich ihn nach Champions League ausgefragt habe, dann hat er gesagt: Ja, Holger, ich weiß, aber heute weiß ich, wie man Weltmeister macht. Und an diesen Satz kriege ich heute noch Gänsehaut. Habe ich die ganze Zeit gedacht, als der blutüberströmt da alles gegeben hat. Und ja, du hast es wirklich gewusst. So. Basti, ja, nicht nur eine Eins zugreifen. Einmal in der Saison. Einmal schnell. Du hast nicht nur eine Eins gekriegt im Kaiserschmarrn, sondern auch eine Eins in Rio, definitiv. Und Holger, welche Zensur wird zu Holger geben? Musst du probieren, ist der klar. Also Holger war ja von 2007 bis. Ja, aber hier jetzt. Jetzt hier. Ja, gut, muss ich erstmal probieren. Ja, genau. Schaut gut aus. Das ist schon mal auch wichtig. Und schmeckt sensationell. Super. Mhm. Ich würde sagen, ihr könnt öfter vorbeikommen. Ja, die Küche ist schön. Ich komme häufiger. Das war eine sehr schöne Runde mit euch. Vielen Dank. Martin Suter, vielen Dank für das tolle Buch. Bastian Schweinsteiger, es war uns eine Ehre. Und Holger Stromberg ebenso.